Was ist hier los? Was ist hier los? Panik! Panik! Was? Zündung in 3, 2, 1. Ja. Was passiert hier gerade? Das war nicht so geplant. Ich hatte eigentlich gar. Ja, toll. Und nu, was mach ich jetzt? Eieieiei. Alles kaputt. Was? Nein, was geht? Aua! Ui. Ach nee, jetzt brennt das auch noch. Was ist hier los? Eieiei, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. So. Feuerlöscher, Feuerlöscher. Schnapp dir den Feuerlöscher, Kollege hier. Komm. Du musst einmal Feuer löschen hier. Das geht gar nicht. Feuerlöscher. Feuerlöscher nehmen. So. Feuer löschen. Junge. Oh, es brennt ja noch. Das brennt ja noch. Mann. Okay, starte Notfallmodus. Du hast eine leichte Generschütterung, das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Okay, ja. Diese PTA wurde im Notfallmodus mit nur einer Richtlinie neu gestartet. Dich auf eine fremde Welt am Leben zu halten. Ja, okay. Detaillierte Überlebenshinweise findest du in der Datenbank. Viel Glück. Drücke Tab, um den PTA zu öffnen oder zu schließen. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Aufzeichnung. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Das hatten wir eben schon. Ja, okay. Das hatten wir doch gerade. Das hatten wir doch. Sehr gut. Was? Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5 für den entsprechenden Schnellzugriffsplatz. Okay. Okay, die junge Dame erzählt noch ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, wer die junge Dame ist. Vielleicht das ist doch meine innerliche Stimme. Das ist bestimmt Klein Erna. Klein Erna ist auch mit dabei. Genau, die nennen wir jetzt Klein Erna, ja. Wenn die sich öfter mal melden sollte, ja. Das ist jetzt Klein Erna. Habe ich euch schon begrüßt? Nee, ich kam gar nicht dazu, weil ich bin hier irgendwie, ja. Ich musste mit meiner Kapsel hier notlanden auf dem Ozean. Ich war eigentlich unterwegs zu meinem neuen Projekt, was ich euch vorstellen wollte, aber jetzt ist natürlich was dazwischen gekommen. Ich wurde hinterhältig angegriffen, mein Raumschiff ist irgendwo, ja, wir sehen es ja gleich. Ich weiß nicht, wer mich da angegriffen hat, auf jeden Fall. Ja, ne? So, Leiter benutzen. Wir gucken erstmal hier. Wir gucken erstmal, was mein Raumschiff ist. Ist das mein Raumschiff auch irgendwo hier in der Nähe? Weil das ist nämlich irgendwo hier in der Nähe runtergegangen. Wir gucken erstmal aus der Luke hier. Was ist hier los? Was ist hier los? Die Aurora hat im Orbit einen Rumpfschaden erlitten. Ursache unbekannt. Nee, ist nicht unbekannt. Wir wurden angegriffen. Keine menschlichen Lebenszeichen registriert. Ja, ich war ja auch alleine. Ich war ja auch alleine unterwegs. Eieieiei. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe noch keine Ahnung. Hier ist meine Kapsel. Wir müssen hier wegkommen. Wie soll ich denn jetzt zu meinem neuen Projekt kommen? Jo, wie nennen wir dieses Projekt denn? Wir müssen ja erstmal hier weg. Ich muss ja erstmal wieder Sachen, Ressourcen sammeln, um hier wegzukommen. Ich glaube, wir nennen diese Aufgabe Subnautica. Jo, nehmen wir mal so, ne? Subnautica. Steht ja auch so in der Beschreibung, ne? Jo, was haben wir denn da hinten? Wir haben ein paar Sachen für mein Raumschiff da hinten. Okay. Was war das für ein Fisch? Auf welchem Planeten bin ich überhaupt gelandet hier? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe gleich mal nochmal runter in die Rettungskapsel. Ja, toll. Toll. Ich möchte gar nicht. Ich habe Hunger. Bekomme ich auch langsam. Ich muss was essen. Ich muss was essen und ich muss Sachen reparieren. Oh. Beschädigter Kommunikator. Der ist auch kaputt. Reparaturwerkzeug benutzen. Ich habe kein Reparaturwerkzeug. Wie komme ich denn jetzt an mein Reparaturwerkzeug? Ich muss mal gucken.
ich habe doch noch hier irgendwo einen Notfallgedöns. Fabrikator benutzen. Der Fabrikator. So, habe ich irgendwas zu essen? Ressourcen? Nee. Grundmaterialien? Ich brauche. Okay. Titan. Viermal brauche ich. Also. Ressourcen. Ja, okay. Elektronik. Grundmaterialien. Ja, ich muss aber erstmal Nahrung haben. Wasser. Gefiltertes Wasser. Bestandteile unbekannt. Toll. Desinfiziertes Wasser. Chlorbleich. Ja, weiß ich auch nicht. Persönliches. Aha. Ausrüstung. Ja, ich habe gar nichts. Standard Tauflasche. Ich brauche Titan. Ach du Heilige. Medikit. Für Medikit brauche ich behandelte. Was? Behandelte Bandagen. Anwenden, um Blutungen zu stillen und Wunden zu sterilisieren. Ich brauche unbedingt erstmal was zu essen. Okay, ich habe doch nur Notfallbedarf. Beschädigte Sekundärsysteme. Alles kaputt. Alles kaputt. Ich habe noch einen Feuerlöscher. Toll. Frachtbehälter öffnen. Da gucken wir gleich mal rein. Habe ich noch ein bisschen hier Medipack? Fabrikator Medipack. Ja. Achso, den habe ich jetzt genommen. Ich dachte gerade, der ist mir runtergefallen. Ja, okay. Frachtbehälter öffnen. Okay, ich habe. Nährstoffblock. Nahrung plus 75. Kompakte, verarbeitete Nahrung von der Aurora. Das konnte ich noch so auf die Schnelle mit einpacken, ne? Nährstoffblock haben wir zwei Stück, hervorrätig. Was haben wir denn noch hier? Leuchtfackeln habe ich auch zwei Stück. Und einmal, beziehungsweise zweimal gefiltertes Wasser. Ja, ich muss erstmal unbedingt was essen. Ich nehme das erstmal raus. Ich kann das bestimmt auch direkt in mich hineinstopfen. So, die Ohr hat im Orbit einen Rumpfschaden erlitten, Ursache unbekannt. Ja, das hatten wir, ja. Das hatten wir. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Das hatten wir auch schon. Ich muss erstmal was essen. Ich muss was essen. Moment. Nein. So. Inventar. Genau, mit Tab war das. Okay, ich bin gestärkt. Ich bin gestärkt. So, Baupläne. Oh. Titan. Aha. Titanbahn. Silikongummi. Glas. Kupferdraht. Batterie. Okay, Signalmanager. Rettungskapsel. Ach, die Rettungskapsel. Bilder. Wir haben keine Bilder. Wir können, wenn wir wollen, können wir später hier. Drücke F11, um einen Screenshot zu machen. Jo, machen wir ein paar Bilder mal später. So, Aufzeichnung. Achso, das hatten wir ja schon. Datenbank. Baupläne. Überlebensausrüstung. Ergänzende Technik. Universalschutzanzug. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist mein Schutzanzug hier, ne? Den können wir auch noch später mit der Zeit irgendwie, ja, aufmotzen, ne? Das. Ja, Zustand der Aurora. Schiffsklasse. Ja, das lese ich jetzt nicht alles vor. Am besten Video pausieren, liebe Leute, und selber lesen. Ja, das werde ich vielleicht mal in Ruhe lesen, offline oder so. Aber nicht jetzt hier in der Aufnahme. So, fang hier an. Was fang hier an? Fang hier an. Wenn du das hier liest, hast du die Notfall-Evakuierung eines mit Altera-Technologie ausgestatteten Raumschiffes der Kapitalklasse überlebt. Ja. Gratuliere. Das Schlimmste ist vorbei. Okay, das lese ich jetzt doch mal. Dein PDA hat automatisch einen Notfallmodus gestartet. Dieser hat nur einen Zweck, dich auf einer gefährlichen fremden Welt am Leben zu halten. Okay, ja, bis jetzt haben wir das ja auch geschafft, dass wir am Leben bleiben. Dass ich nicht verbrannt bin, zum Beispiel. So, sollte das nicht möglich sein, alarmiert er Bergungsmannschaften an den Ort deiner sterblichen Überreste. Okay, er verfügt volle Überwachung, da Lebenszeichen für rechtzeitige Überlebensanweisung, Baupläne zur Herstellung zahlreicher überlebenswichtiger Ausrüstungsgegenstände, angepasst an deine Umgebung, eingebaute Kamera, Mikrofon und OCR-Technologie für eine situationsbedingte Kurzstreckenanalyse. Kamera, was war das? F1. Nee, F11. F11, da können wir auch die Fische fotografieren, oder? Interkompatibilität mit allen Altera-konformen Produkten. Okay. Anmerkung. Deine persönlichen und Arbeitsdateien wurden verschlüsselt und können später durch einen lizenzierten Techniker wieder aufgerufen werden. Abgerufen werden, Mensch. Abgerufen werden, okay. Ach komm, das lese ich doch jetzt nicht alles vor. Überlebenscheckliste. Leiste erste Hilfe als erforderlich. Was? Ach so.
Leiste erste Hilfe, falls erforderlich. Mensch, richtig lesen. Mach eine Bestandsaufnahme von Materialien und Lebensmitteln. Teile Rationen ein. Suche die Umgebung nach Bedrohung und Ressourcen ab. Ja, das machen wir dann gleich. Stelle benötige Überlebensausrüstung mit Hilfe des Fabrikators der Rettungskapsel her. Ja, okay. Also erstmal gleich, wir gehen gleich erstmal tauchen, um Sachen zu finden. Und da hauen wir das in den Fabrikator und hoffen, dass wir ein paar Ressourcen bekommen, dass wir ein paar Tage länger überleben. Und dass ich hier wegkomme, ich muss nämlich zu meinem neuen Projekt. Ja. So, untersuche die Rettungskapsel nach Schäden und führe Reparaturen durch, falls erforderlich. Ja, hier ist einiges kaputt, wir müssen hier einiges reparieren. Das versuchen wir gleich mal zu erledigen. Setze ein Notsignal per Kurzstreckenkommunikator der Rettungskapsel ab. Hm. Suche andere Überlebende in Sichtweite oder mit Hilfe des Kommunikators. So, finde oder konstruiere eine langfristige Unterkunft. Halte deine körperliche und geistige Gesundheit bis zur Rettung aufrecht. Anmerkung. Diese Information ist als eine allgemeine Anleitung zu verstehen. Ja, und so weiter sofort. Könnt ihr selber durchlesen. Na. Was? Warnung, Bauplan, Datenbank, unbrauchbar. Aha, ein Schaden im Hauptspeicher deines PDA hat. Und so weiter und so fort. So, ich will nicht so viel lesen, Mensch. Ich möchte jetzt ein bisschen tauchen gehen. Oh, oh. Okay. Guten Tag. Es ist dunkel hier. Warum ist es so dunkel? Was haben wir denn hier? Säuerpilz einsammeln. Ich nehme ein paar Pilze mit. Pilze sind immer gut. Wir nehmen ein paar Pilze mit. So, Säuerpilz. Ich habe keine Ahnung, was man machen muss. Scheibenkoralle. Kann man nichts machen. Okay, das ist es. Ist das noch vom Schiff hier? Das leuchtet alles so schön hier. Das ist irgendwas kaputtes vom, ist das vom Schiff hier. Das ist doch vom Schiff. Ja, stimmt. Meine Luft. Oh. Hui, es wird. Ja, nice. Sieht das schön aus. Ja, nice. Erhöhte Strahlungswerte in der Umgebung festgestellt. Die Tendenz entspricht dem Schaden am Antriebskern, das der Aurora bei dem Abschluss auf dem Planeten erstand. Aha. Ja, ich darf da nicht zu nah ran. Okay. Kann man hier auch was sammeln? Windegras. Windegras. Ich habe nur den Feuerlöscher. Kann ich hier mit F? Nee. Das kann ich nur nichts machen. Der braucht bestimmt Werkzeug. So, Metallschrott einsammeln. So, was haben wir hier? Fische! Oh, ich muss schon wieder auftauchen. Was bist du denn? Blasen. Irgendwas mit Blasen. Oh, bestimmt Sauerstoff. Gibt's Sauerstoff. Oh. Bleib doch stehen. Die Verwendung von fremden Lebensformen kann überraschende Ergebnisse liefern. Fremde Ressourcen zu nutzen ist eine bewährte Überlebensstrategie. Okay. Der gibt mir Sauerstoff, oder was? Also ich habe ihn jetzt irgendwie am Kopf gefasst, rechts, ja. Man sieht es ja, ich habe ihn so also am Nacken gefasst. Mhm. Kann ich den auch behalten, so? Ja. Das ist mein... Moment, ich werde mal ausprobieren. Ich drück mal... Nee, geht nicht. Ich muss auftauchen. So, ich habe keine Ahnung, was der macht, der Fisch hier. Das ist ja irgendwas mit Luft, ne? Mit Luft. Och, er ist wieder freigelassen. Komm wieder her, Blasenfisch. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Ich lasse ihn mal wieder frei, komm. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Glubscher, neue Lebensform entdeckt. Ein Glubscher. Ich kann den zwar im Inventar behalten, aber ich kann den jetzt nicht irgendwie töten oder ja, ich lasse ihn mal wieder ziehen. Zerbrich den Kalkstein. Okay. Ich
Materialien bekommen. Okay, da haben wir eine Kiste. Ich tauche erstmal nochmal kurz auf und dann gehe ich wieder abwärts. Das ist echt schön, ne? Sieht sehr schön aus. Was haben wir hier noch? Für Fischi? Oh! Blub. Ich möchte auch in die Blase. So. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Kanister? Ne, nicht ein Kanister. Irgendwie, keine Ahnung, was hier abgeworfen wurde. Vom. Upsala, vom. Was ist das denn hier? Strömung. Ist das hier ein Ball? Nee. Was? Gravitationsfalle? Fallenfragment. Kann ich jetzt aber nichts mit anfangen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Signalbojenfragment. Oh, ich muss schon wieder auftauchen. So, die Nacht war aber nicht sehr lange. Wir schauen uns mal ein bisschen. So eine Grise. Was war das? Riesenröhrenkoralle. Ich brauche Eckenwerkzeug, also. Das sieht aus wie. Achso, das ist er wieder hier. Ah, was haben wir denn hier? Schlingpflanze. Ich brauche was zum Zerschlagen oder sowas. Und das gelbe Zeug da hinten. What the hell? Was ist er denn? Krokodil? Halleluja! Lass mich in Ruhe! Ich will. Das Leben auf diesem Planeten gedeiht in ausgeprägten und vielfältigen ökologischen Biomen. Weitere Untersuchungen empfohlen. Klein Erna, die textet mich aber richtig zu hier. Ja, da komme ich ja gar nicht zum Sammeln. So, was haben wir denn? Oh, Schlingpflanzen. Was? Schlingpflanzen sammeln, Büschel einsammeln. Blueprint? Irgendwas kann ich craften. Ich kann irgendwas Neues craften. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, Luftblasen. Hirnkoralle. Oh, komm, hau die Luftblase raus. Ah, da gibt es sogar Sauerstoff. Komm, gib mir Sauerstoff. Gib mir Sauerstoff. Sehr nice. Kreaturenei. Einsammeln. Fortgeschrittene Theorien. Fremde Eier. Erstmal fremde Eier einsammeln, wie sich das gehört. Oh, ich glaube, die sind böse. Da gehe ich nicht rein. Was haben wir da denn noch? Kalkstein-Aufschluss zerbrechen. Okay. Einfach erstmal mit der Hand draufhauen. Kupfer ist eine wesentliche Bestandteil der gesamten Strombetrieben. Was? Betrieben in den Ausrüstungen. Deine Überlebenswahrscheinlichkeit hat sich gerade erhöht. So was? Unwahrscheinlich? Keine Ahnung. Oh. Sauerstoff. Ja, mein Sauerstoff. Ja, mit dem Lesen, ne? Man merkt es ja wieder, ne? Mit dem Vorlesen, mit dem Lesen habe ich das nicht so. Ist das Sound übrigens so laut? Nee, ne? Einfach mal Bescheid sagen, wenn euch das Sound so leise ist. Dann mache ich den mal so ein bisschen leiser. Ich glaube, es geht, ne? Ist noch im Rahmen. Guten Tag, wer bist du denn? Bitte nicht angreifen. Kalkstein. Mitnehmen. Kann ich dich... Wer bist du denn? Ne, lass mal lieber. Silberhaltige Kabelsätze sind ein wesentlicher Bestandteil von vielen Basiseinrichtungen. In der Luft. Die Blasen gehen so schnell hoch, da komme ich gar nicht hinterher. Wir gehen erstmal zum Raumschiff und gucken mal, was ich so kräften kann. Zum Raumschiff zu. Wenn ich es überleben sollte. Das war schon sehr knapp. Bald wäre es vorbei gewesen. Wir können von unten rein, aber gehen mal von oben rein, ne? So, Fabrikator benutzen. Okay, wir haben
paar neue Sachen, die wir denn hier herstellen können. Ressourcen. Grundmaterialien. Schmierstoff. Ölhaltiger Schmierstoff aus natürlicher Quelle. Industrielle Anwendungen. Schlingpflanzen, Samenbüsche. Die gelben Dinger da. Die gelben Dinger, ja genau. Die gelben Dinger. Silikongummi. Mhm. Synthetisches silikonhaltiges Gummi. Das haben also die Schlingpflanze, was wir da gesammelt haben. Das ist eine Schlingpflanze. Okay, Metallschrott. Ja, machen wir einfach mal, ne? So, dann kann ich hier, glaube ich. Okay, Geräte jetzt. Aha, weil ich ja jetzt Metallschrott eingesammelt habe. Vielleicht haben wir jetzt eventuell oder können eventuell dann Werkzeug kräften. So, Elektronik, was haben wir denn hier? Batterie, eine tragbare Energiequelle. Dafür brauchen wir zweimal Säurepilz und einmal Kupfer. Also Säure, also die Pilze sind wichtig und Kupfer. Also dann erstmal ordentlich die Höhlen absuchen. Neuer Bauplan verfügbar, Energiezelle. Uiuiui, das kann ich mir sowieso alles nicht merken. Ich muss denn alles sammeln. Ich bin sowieso Jäger und Sammler, dann müssen wir alles mitnehmen. Grundmaterial. Egal, weiter. Schmierstoff. So, Schmierstoff haben wir auch. Schmierstoff ist beim Bau von Fahrzeugen und Kraftwerken unerlässlich. Okay. Persönliches. Werkzeuge. Ah. Den Scanner. Spektroskopscanner zum Ermitteln von Technologie, Bauplänen und Daten über lebende Organismen. Damit kommen wir ein Stück weiter. Ja, Reparaturwerkzeug, Silikon, Gummi brauchen wir. Höhlen, Schwefel, Titan, das haben wir alles noch gar nicht. Taschenlampe, okay. Feldmesser, Auftriebskörper, wir müssen erstmal sammeln. Wir müssen weiter sammeln. Suchen und was wir finden und alles mitnehmen. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Oh, ich hab Durst. Okay. Ausrüstung, ja. Schwimmende Luftpumpe. Brauche ich eine schwimmende Luftpumpe? Leid. Nein, wollte ich gar nicht. Ach Mist. Wollte gar nicht die Leitung kräften. Ein Leitungssystem kann zum Transport von Atemluft aus einer funktionsfähigen Pumpe verwendet werden. Okay. Standard-Tauchflasche. Komprimiertes Atemluftgerät. Ja, machen wir. Komm. Neue Bauplan verfügbar. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Okay, wo ist denn die Tauchflasche? Ressourcen, Grundmaterialien. Titan, Schmierstoff. Geräte, wasserdichter Behälter, okay, mobile Fahrzeugstation, Segleiter. Habe ich jetzt die Tauchflasche schon bekommen? Ja, aber ich brauche Essen, das ist erstmal wichtig. Gepökelte Nahrung. Okay. Ich muss anscheinend die Fische fangen. Blasenfisch, den hatte ich ja eben schon gefangen. Glubsche hatte ich auch schon. Und dann brauche ich auch dazu Salz. Ablagerung und. Okay, Salzablagerung. Gekochte Nahrung. Gekochter Glubscher. Okay, dann muss ich halt nur die Fische jetzt fangen. Ich habe ja jetzt den Scanner. So, Wasser, gefiltertes Wasser, gefiltertes Wasser, okay, ja. Blasenfisch, okay. Dann muss ich jetzt die Fische einsammeln dafür. So, Scanner. Habe ich den schon gekräftet? Nee. Doch, den hatte ich doch eben schon. Gucken wir gleich mal nach, Moment. Ich meine, den hatte ich doch schon. Inventar, ich möchte mein Inventar. Dankeschön. Nee, den Scanner hatte ich noch nicht. Ich habe hier auch noch das Ei, also Kreaturenei. Okay, nein, dann kläuft mir erstmal den Scanner. Ich dachte, ich habe den schon. So, der Scanner kann dazu verwendet werden, um Baupläne aus geborgener Technik zu erzeugen und um fremde biologische Daten aufzuzeichnen. Mhm. Gehen wir gleich nochmal mit dem Scanner auf Tour. Machen wir das, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ressourcen, Elektronik. Okay, ja, das machen wir in der nächsten Folge. So, ich glaube, für heute haben wir auch genug gemacht.
Muss ich speichern? Ja, ich muss speichern. Das mache ich denn gleich offline. Also ohne Aufnahme. Ja, wir müssen gucken. Ich muss auf jeden Fall noch was trinken. Ich muss noch was trinken. Ich muss was trinken. Ich habe noch ein bisschen. Ich kann mir eigentlich noch ein bisschen Zeit lassen. Willkommen. Ja. Moment, Moment. Ach ja, da muss ich hin. Kann ich direkt hier? Nee. Doch jetzt. Mit Linksklick. Was? Das war aber nicht viel. Na komm, go. Also doll ist das ja nicht. Ich muss mich unbedingt um Wasser kümmern. Ja. Leute, das soll es gewesen sein. Ja. Es macht Laune. Es macht Laune. Es macht Spaß, was ich bis jetzt so erlebt habe. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wollt ihr mehr davon sehen? Lasst mir doch auch einen Kommentar da. Lasst mir einen Daumen nach oben. Also mein Deutsch heute ist echt ein Popo, ne? Und ja, bis zum nächsten Mal. Also bis zum zweiten Teil. Wenn der zweite Teil kommt, ich bin gespannt. Ich habe Bock. Ich habe ein bisschen rumtauchen hier und ja, mit kleinen Erna und schauen wir mal, was passiert, ob wir noch da Bekanntschaften machen, eventuell mit fremdartigen Wesen hier auf dem Planeten. Ja, okay. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.